Mahlzeit, ich bin's, euer Tigger. Und wie ihr gemerkt habt, Rammstein trennten sich gerade überall durch und Slipknot machen weiter. Slipknot und Chris Fan gehen ja bekanntlich getrennte Wege, das heißt, der Pinocchio bei Slipknot ist raus. Wurde jetzt schon genug drüber geredet, habe ich ja auch schon ein komplettes Video drüber gemacht, was ihr euch nochmal da oben anschauen könnt, wenn ihr wollt. Aber auf jeden Fall, Slipknot bringen am 9. August ihr nächstes Album raus. Wie es heißt, man weiß es nicht. Wer der Ersatz für Chris Fan ist, weiß man bis jetzt auch noch nicht. Aber auf jeden Fall, es geht weiter. Wie es mit Chris Fan weitergeht, keine Ahnung. Weil mit dem Streit von Slipknot und Chris Fan hat man noch nichts drüber gehört. Man liest da nichts drüber, es ist einfach nur, es steht offen im Raum. Auf jeden Fall werde ich euch da auf dem Laufenden halten. Und Rammstein, über die ich gestern schon ein Video gemacht habe, was ihr euch da auch nochmal anschauen könnt, trenden ja auch momentan überall. Bei Twitter sind sie akut auf Platz 4 der Trendcharts und gehen überall rauf und runter. Sie waren zeitweise sogar auf Platz 1 der Trends. Die Diskussion auf YouTube, auf Twitter und sonst wo gehen, was Rammstein angeht, momentan rauf und runter. Viele werfen ihnen durch das Video eine antisemitische Haltung vor, was vor dem Video war, wegen der Hängszene, der KZ-Szene, wo halt einer auch von Rammstein mit einem Judenstern zu sehen war. Es ist Kunst, es ist, und Rammstein gehen mit dem Video wirklich sehr deutschlandkritisch um. Die haben dadurch die ganzen Kritiker natürlich Lügen gestraft durch das Video. Das Video werde ich euch auch nochmal hier unten verlinken in der Infobox, damit ihr es auch nochmal sehen könnt. Das ist halt wirklich ein sehr gutes deutschlandkritisches Video, was durch die deutsche Geschichte geht, so von Römerzeit, Varusschlacht, was auch immer das ist, über die Weltkriege, über, wie gesagt, SS-Zeit bis hin zu jetzt und auch in die Zukunft gesehen, geht es da halt in dem Video immer durch mit einer Schauspielerin, die wohl Deutschland darstellen soll oder die Königin Germania, die Göttin Germania, man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, es ist ein sehr, sehr geiles Video. Wer es bis jetzt noch nicht gesehen hat, dem kann ich es nur empfehlen. Wie gesagt, es ist hier unten in der Infobox verlinkt. Schaut es euch an und Rammstein werden wohl auch die nächsten Tage noch für Diskussionsstoff sorgen. Wenn das Video erscheint, ich habe gerade das Datum nicht im Kopf, aber ich blende es da jetzt mal ein. Wenn das Datum rauskommt, ja, so sieht's aus mit Rammstein. Und eure Meinung zu Rammstein oder Slipknot mit Chris Fan könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, ihr könnt euch noch ein paar andere Videos angucken. Wenn ihr das Ganze abonniert, würdet ihr mich sehr glücklich machen. Und bis dahin würde ich noch sagen, macht's gut und haut rein.